So, guten Morgen. Ich melde mich heute vom Anschießplatz vom Burger Parcours Sechsau. Wir testen heute für euch Bögen, stelle euch ein paar Bögen vor, stelle euch eine Neuheit vor im Pfeilsegment und lade euch ein, uns da einfach zu begleiten. Ich werde auch mit der Martina noch ein paar Worte sprechen, die Bögen einzeln vorstellen und ja, fangen wir an. Mhm. So, guten Morgen Martina. Hi Mann. So, schön, dass wir über die Bögen sprechen. Martina, ganz kurz zu dir. Sag ein paar Worte. Ja, ich bin zum Bogensport gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Eigentlich okay. Gezwungen worden von meinem Mann. Gezwungen worden. Der gemerkt hat, dass ich das brauche, dieses Runterkommen. Okay. Dieses Entschleunigen, dieses Entspannen. Ja, und so kam ich zum intuitiven Bogenschießen durch meinen Mann Klaus und bin seit über 20 Jahren dabei geblieben. Sehr schön. Du hast auch ein schönes, oder ihr habt zusammen ein schönes Bogengeschäft in Emmendingen, Maibo. Genau. Haben wir vorgestellt, nehmen wir einen kurzen Film, seht ihr auch auf meinem Kanal, guckt mal rein. Was ist die Besonderheit an deinem Geschäft? Die Besonderheit ist zum einen die gute Lage. Also wir sind sternenförmig erreichbar im Raum Emmendingen, Freiburg. Und die Besonderheit ist, was das Feedback von unseren Kunden, dass wir uns Zeit nehmen für die Beratung. Wir haben das große Sortiment von Anfänger, Jugend, Kinderböge bis Profis, auch im technischen Bereich. Mhm. Schwerpunkt war natürlich das intuitive, traditionelle, aber die Nachfrage nach der technischen Böge ist auch immer größer. Und wir decken alles ab. Wir nehmen uns Zeit für die Beratung von Recurven, also One-Piece-Recurve, teilbare Recurves über Langböge, Hybridboge etc. pp. Und alles drumherum. Alles rund ums Bogenschießen. Ja. Also ich kann auch sagen, ich bin ja auch als Kunde vor einem halben Jahr, denke ich mal, irgend so Pi mal Daumen, knappes halbes Jahr auch, über meinen Verein, wo ich bin, Bogenclub Dreisamtal, aufmerksam geworden auf Maibo, bin hingekommen und habe mich gleich pudelwohl gefühlt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist die sehr, sehr gute Beratung. Es gibt einen eigenen Einschießraum, sage ich mal, mit 10 Meter, glaube ich, hat er. 10 Meter, genau. 10 Meter. Mhm. Da kann man die Bögen testen, da kann man auch die Pfeile testen. Man kann sich die Pfeile individuell gestalten lassen. Es werden Pfeilbauwertangebote, auch Pfeilreparatur. Ja, also die Beratung hat hier sehr, sehr, sehr starken Fokus, direkt auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Ein sehr, sehr tolles Bogengeschäft kann ich absolut empfehlen, weil da ist der Kunde steht da im Mittelpunkt und das ist heutzutage sehr selten und ich finde das unheimlich wichtig. Martina, wir machen heute Folgendes. Was? Wir testen ein paar Bögen. Genau, die Idee war, dass ich nicht nur auf meiner 10-Meter-Schießbahn im Ladengeschäft, dass ich auch mal die Möglichkeit habe, hier beim nahegelegenen Parcours Sechsau, der ca. 5 Kilometer von unserem Ladengeschäft entfernt ist, mal die neuen Bögen teste, damit ich auch weiß, von was ich spreche, wenn die Kundschaft sich was aussucht. Ja. Das ist natürlich rein eine subjektive Geschichte, selbstverständlich. Jeder sieht, fühlt es anders von der Haptik her, von der Optik. Aber nichtsdestotrotz versucht man ein bisschen einen Einblick zu geben.
So, Martina, du hast jetzt gerade geschossen, was? Genau, Marc. Ich habe jetzt hier den ILF Takedown von Antur Archery, den Artus. Mhm. Der Vorteil ist, er liegt, obwohl er einen klobigen Griff hat, er liegt sehr gut in der Hand, ne? Weil man muss ja nur den Druckpunkt beachten. Ja. Er ist vom Gewicht gut zum Stabilisieren. Mhm. Also das ist der Vorteil an schwereren Bögen, dass man besser im Gleichgewicht bleibt. Ne? Ja. Also so diese ganz leichte Böge sind nicht unbedingt immer von Vorteil. Ja. Also er liegt sehr gut in der Hand und hat es super Ablass. Okay. Und das ILF, für alle, die es jetzt nicht wissen, die einfach per Zufall auf Bogenschieße gekommen sind, Robin Hood hatte sowas damals noch nicht. Der Vorteil ist bei ILF? ILF ist, sagen wir mal, was für die Faule, wenn es schnell gehen muss. Okay. ich kann es mal demonstrieren. Mhm, gern. Dann weiß man, um was es geht. ILF-Klick-System. Die Wurfarme lassen sich wunderbar runterschieben hier mit dieser Aufnahme. Wird auch immer beliebter. Also wenn jemand mit einem Zweirad unterwegs ist, dann kann er das ganz toll abspannen. Den Bogen auf- und abbauen. Klick. Sitzt sofort. Ganz schnell. Okay. Ohne das lästige Schrauben. Aha. Auch ein sehr schönes Mittelteil. Ja. Gibt es in unterschiedliche Farben. Hätte Profi geschossen, dann würde ich als Amateur jetzt mal das Ganze probieren. Das ist ein Bogen eher in der Oberklasse angesiedelt oder obere Mittelklasse? Ja, noch unter 1000 Euro, aber knapp drunter. Schießt sich wie ein Großer. Jawohl. Gut. Aber du hast wirklich mit Sicherheit lange, lange Freude dran an so einem Bogen. Das Gute ist beim ILF, ILF ist International Limb Fitting. Der Vorteil ist an dieser ILF-Geschichte, du bist nicht mehr auf einen Hersteller fixiert, weil es ist internationales Aufnahmesystem. Okay. Du kannst kunderbunt mischen. Du kannst dir x-beliebig wunderschöne Wurfarme raussuchen. Also ich habe das Mittelteil dann, das eigentlich ein Leben lang hält und kann mir je nach Zugewicht, Stärke, andere Arme und ich kann das, glaube ich, auch noch ein bisschen tillern, je nachdem. Genau, das wird vom Hersteller so beworben, dass man plus minus 3 Pfund nochmal ein bisschen nachstellen kann, nachjustieren. Ja. Also quasi so Allzweckbogen für eine lange Nutzbarkeit. Ja, dann werd ich mal ein paar Pfeilschießen. Probiere ich mal auf den Kürbis. Ah, jetzt ist hier gerade so ein bisschen ein Hubbel, ne? Das ist der richtige Stand. Das, ich habe ein zentrales Gewicht da vorne, das passt dann ganz gut. Okay. Pfeillänge ist auch okay für dich. Ja. Der hat jetzt wie viel Pfund? Ja, also es kommt immer auf den Auszug drauf an, ne? Also ungefähr 32, 30, 32. Okay, also ich muss sagen, vom Griff her wirklich sehr, sehr angenehm, absolut. Er zieht sich gut, er wird, ich sage jetzt einfach von meiner subjektiven Erfahrung, er wird hinter ein bisschen hart, hinter raus. Ich habe mir kein einziges Mal die Kürbis getroffen. Marc, das kommt noch. Das kommt? Ja, das sind jetzt die ersten Schüsse mit dem Bogen. Ist auch ein kleiner Kürbis, gell? Genau. Jetzt schau mal, und voll auf die Nase. Also, ich muss sagen, gut, der Ton kann man sicherlich mit solchen Püschel ein bisschen... Genau, mit Biberpuffs oder Sehnengeräuschdämpfer nennt sich das. Aber ich muss sagen, der ist unheimlich schnell. Mhm. So für mein subjektives Empfinden, liegt wahnsinnig gut in der Hand und ist wirklich zackig schnell das Teil. Mhm. Also sauber. Also für ein niedriges Zugewicht mit 32 Pfund, lasst da die Pfeile doch sehr und passt raus. Wahnsinnig gut zu meinem Armschutz. Ja, ja, du bist up to date. Hey. Absolut. Jetzt kommt als nächstes der. Das ist der Hybrid von Bayer Bogensport, der Kaya. Kaya Hybrid mit 25 Pfund bei 28 Zoll Auszug und hat eine Länge von 60 Zoll. Das
was auch ganz wichtig ist, was man bei uns im Bogenlader auf jeden Fall testen kann, ist der passende Pfeil zu seinem individuellen eigenen Zuggewicht. Ne? Das ist das Beinwert. Okay. Gut, der Kaya 60 Zoll. Hier auch wunderschön. Der hat so ein bisschen, so ein bisschen raues Finish. Ich denke mal, dass man einfach, wenn man anfängt zu schwitzen, nicht gleich wegrutscht. Finde ich sehr angenehm. Liegt gut in der Hand. Ist jetzt ein Hybridburg, hast du gesagt, gell? Sehr schön. Wunderbar, 60 Zoll. Also unheimlich leicht, wirklich, also sagenhaft. Dann versuche ich den mal. Wow, der Körper ist getroffen. Ja. Juhu. Ich habe ein Stück nach oben gehängt. Also was man sagen kann, der zieht sich unheimlich leicht. Angenehm, hat einen ganz anderen Ton wie jetzt vorhin. Klar. Aber mein subjektives Gefühl ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ist auch sehr leicht. Ne? Ist sehr leicht. Da musst du konzentriert sein und auf deinen Bogenarm achten. Der ist echt doch. Also muss sagen, der greift sich unheimlich gut leicht. Sieht auch sehr elegant aus. Gell? Wollte gerade sagen, optisch echt sehr hübsch. Also echt ein sehr angenehmer Bogen. Ist dann Mittelklasse, Oberklasse, Unterklasse, wo ist der anzusiedelt? Ja, da ist so Mitte drin, würde ich sagen. Auch so. Also schon was für Fortgeschrittene, die sich mal was gönnen möchte. Ja? Sehr schön. Der Kaya von Bayer. Könnt ihr hier bei Maibo gerne inspizieren und Probe schießen. Ich verlinke euch die Homepage dann sowieso unter rein. Sehr schön. Gut, dann zum nächsten. Der nächste Bogen ist ein kurzer Jagdrikör von Bucktrail. Auch sehr leicht. Der hat jetzt 30 Pfund bei 60 Zoll Länge. Da muss man auch wieder schön in die Stabilität gehen. Und der ist sehr giftig. Also da muss man schon bei der Sache sein. Okay. Da darf man nicht gestresst gleich auf den Einschießplatz, weil der Antelop macht mit dir, was er will. Aber ist ein schön knackiger Jagdlikör. Ist ja sehr leise, finde ich jetzt. Ja. Vom Kürbis ist nicht mehr viel übrig. Naja. Sehr schön. Bitteschön. Okay. Ganz tolle Maserung vom Holz her. Ja. Auch sehr hübsch. Ja. Ist ein schöner Anfängerbogen. Okay. Preis-Leistung stimmt. Unter 300 Euro auf jeden Fall. Okay. Ja, der ist wirklich schön leicht. Liegt auch angenehm in der Hand. Hat ein schönes, ich sage jetzt mal, angenehmes Finish für die Hand. Hat ein bisschen was von Samt. Blöder Vergleich, aber es fühlt sich wirklich so an. Also gut, dann probiere ich mal. Bitte schön. Dankeschön. Oh ja, das gut. Merkt man gleich. Ja. Der zieht sich ganz anders. Er wird 30 Pfund. Er wird relativ schnell hart hinter, finde ich. Aha, ja, das kommt auf die Länge drauf an, ne? Wo das Stacking beginnt. Aber ist feilschnelles Teil. Da hat kein Kürbis eine Chance. Macht auch keine großen Geräusche. Nee. Gell?
Also der ist wirklich... Ein bisschen so Sehne, ein bisschen so... Der hat was, der gefällt mir. Oder kannst du jetzt auch mit Biberpuffs, könntest du jetzt da auch den noch ein bisschen stiller, leiser machen. Ja. Ne, ich finde den, find den angenehm. Aber ich muss sagen, pfeilschnelles Teil, den finde ich... Weißt du deine Auszugslänge? 28 Zoll. Ja, okay. Ja. Dann hast du auch genau das auf den Finger, ne? Okay. Also das sind dann bei die, 28 Zoll Auszug getillert. Die 30 Pfund. Die 30 Pfund. Genau. Ist beliebt bei Männlein wie Weiblein. Ich mag noch Pfeile. Magst du noch mal? Ich mag noch Pfeile, genau. Also wir haben Kundinnen und Kunden, die begeistert sind von dem Bogen. Ja, da fühlt sich wirklich... Aber man merkt schon das Giftige, ich weiß, was du meinst, wenn man eine Zeit lang hält, man wird durch das, dass er halt zwar auch trotzdem 60 Zoll hat, aber recht leicht ist, ja, ich bin ein schweres, von meinem ein schweres Mittelstück gewohnt, fange ich ein bisschen an zu wackeln. So. Oh, schön. Aber direkt ins Auge. Schöner Schuss. Vom Kürbis natürlich, ja. Ja, man sagt auch, die kurzen Jagdrecurves sind nicht so fehlerverzeihend wie ein langer Bogen, ja. Weißt du? Also, weil man halt schneller wackelt. Das muss man auch wissen, ne? Deshalb Internetkäufe sind keine so Empfehlung, weil man die Bögen nicht testen kann. Nee, das sowieso, also das Video soll eigentlich auch dazu dienen, Leute zu animieren, in ein Fachgeschäft zu gehen. Weil gerade beim Bogenkauf, also ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt natürlich große Online-Händler, aber online wird der Bogen nicht angepasst, es wird nicht geguckt nach dem Auszug, es wird einfach ein individuelles Sportgerät, wie jetzt auch Laufschuhe, die man testen kann, Wanderschuhe etc., da könnte man ewig weitermachen. Deswegen geht in ein Fachgeschäft, lasst euch beraten, da seid ihr bei Maibau wirklich sehr, sehr in sehr, sehr gute und fachkundige Hände und sehr sympathische. Und da wird es natürlich auch sehr gut erklärt. Und so bin ich eben auch zu meinem Bogen gekommen. Ich selber, kann ich sagen, schieße einen Pentathlon Mohican mit 30 Pfund. Mit 60 Zoll hat er, glaube ich, auch. Und, kannst du die Wurfarme jederzeit tauschen? Kann ich, es ist ein Takedown, ich kann die Wurfarme tauschen. Höheres Zugewicht dann? Höheres Zugewicht. Wenn du mehr Muckis kriegst? Irgendwann mal, wenn der Bauch flacher wird. Aber von daher würde ich jederzeit immer in ein Fachgeschäft gehen und mich da beraten lassen, Probe schießen, weil es macht schon erheblich viel aus, muss man wirklich sagen. Machen wir weiter mit einem richtigen Langbogen aus dem Hause Berpor, der Pentathlon Blackfoot. Ich muss dazu sagen, ich kam eigentlich damals, war ich leidenschaftliche Langbogenschütze. Leidenschaftliche Langbogenschütze. Okay. Und die damalige Langböge, die haben so einen Handschock, also einen Rückschlag nennt man das. Und ich war dann also an alle Wirbelsäule erkrankte, Bandscheibe erkrankte Menschen. Sind dann die Langbögen nicht unbedingt auf Dauer, wenn man dann mehrere Stunden über einen Parcours läuft, gut, weil sie auch schmerzen können. Deshalb bin ich dann umgestiegen auf einen kurzen Kiowa-Jagd-Recurve, damals vor über 15 Jahren, über den Henry Botnik. Da waren wir dann sehr viel in Coburg, habe auch viele Kurse gemacht beim Henry, was mir sehr viel gebracht hat, hat mich sehr weitergebracht. Dann bin ich umgestiegen von Langboge auf kurze Jagdrecurve Kiowa und bin heute noch zufrieden. Aber Langbogen ist halt immer noch was ganz Traditionelles und was Indigenes für mich. Also ich finde Langbogen einfach auch von der Ästhetik sehr schön. Okay. Und deshalb schieße ich jetzt mal den Pentathlon Blackfoot und schau mal, wie er sich verhält und was mein Rücken macht.
So, dann werde ich mal ein Langbogen schießen. Ja, schauen wir mal, was da passiert mit dem Bogen und vor allen Dingen mit mir. Übrigens, Kamera hat es Martina. Ich glaube, sie kann auch gut, ist gut hinter der Kamera zum Filmen. Also kann nicht nur gut schießen. Ja, das schauen wir mal. Oh ja, ich weiß, was du meinst mit Handschuh. Ja, okay. Nee, kannte ich jetzt so nicht. Ja, also ein sehr dumpfer Ton, ihr hört's. Und der Handschuh ist dieses, so ein kurzes Schlag in der Hand, oder glaube ich, sagt man dazu. Also ist schon sehr deutlich. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das auf Dauer, also so ein Parcours, ja. Aber sehr, sehr treffgenau. Sehr, also jetzt nicht so schnell wie jetzt der Bogen zuvor, aber irgendwie so richtig auf den Punkt, würde ich mal sagen. Ja. Hat was, ist mal was anderes, ist glaube ich. Ja, doch. Also, wer Langbogen schießen will und Preisel sind wir da wo? Oben, unten? Noch unter 300. Unter 300, mhm. Ja. Kann den doch ruhig mal ausprobieren. Ich finde den auch unheimlich hübsch. Wäre jetzt natürlich für mein kleines Auto zum Neumachen weniger geeignet. Aber, hat ja, was. Ja, auch auf dem Fahrrad wird es jetzt ein bisschen komisch ausschauen. Ja. So als Lenker. Die Mountainbike-Lenker sind heutzutage so breit. Ja. Nee, ist wirklich ein interessanter, schöner Bogen. Ich finde, eine tolle Maserung hat er. Der Handschuh, ich glaube, das ist typisch Langbogen Handschuh, oder? Ja, aber das muss jetzt nicht unbedingt störend sein. Nee, okay. Nee. War für mich jetzt ungewohnt, kannte ich jetzt vorher nicht, aber wenn das dann ein bisschen, ja, so das Typische ist von Langbogen. Aber ich denke, die Langbogenschütze unter euch, die werdet das wissen und werdet das kennen. Gehe ich mal stark davon aus. Okay. Oder sie erfahren es. Oder sie erfahren es dann, genau. Ich habe ja kleine, zierliche Hände. Genau. Gut, prima. Ich habe jetzt in der Hand einen Hybridbogen-Symphony mit Carbonbelag aus dem Hause Old Mountain aus den USA. Hat eine Länge von 64 Zoll und bei 28 Zoll Auszug 25 Pfund. Hybrid bedeutet, es ist so eine Zwischenlösung zwischen Recurve und Langbogen, wenn jemand die Ästhetik des Langbogens nicht missen möchte, aber doch ein bisschen mehr Speed auf den Wurfarm, bietet sich der Hybrid halt wunderbar an. Hat natürlich dann auch weniger Handschock, ne? Das muss man auch beachten, also ist länger mit weniger Handschock. Dann schauen wir mal, wie sich meine Pfeile verhalten auf dem 25er Pfundbogen. Normalerweise schieße ich, also mein Kiowa hat 35 Pfund und deshalb sind die Pfeile jetzt auch auf meinen Kiowa abgestimmt. Dann probiere ich mich mal an dem Old Mountain. Hybrid hast du gesagt, gell? Mhm. Ein sehr schöner Bogen, gefällt mir optisch sehr gut. Noch mit dem bisschen braunen Inlay. Symphonie, Hybrid. Ja, dann lassen wir mal eine Symphonie klingen mit den Pfeilen. Genau. Mal gucken, ob er sich eher nach Mozart oder Wagner anhört. Zieht sich unheimlich weich nach hinten, sehr. Wie gesagt, immer subjektiv, sehr angenehm. Sehr, sehr weich nach hinten. Hast du getroffen? Ich habe den Kürbis getroffen. Wow. Der arme Kürbis. Bis Halloween ist, wird nichts mehr übrig sein von dem. Doch, der ist.
ist wieder komplett was anderes. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so einen Wahnsinnsunterschied macht, die verschiedenen Bogenarten, dass sie sich so krass anders anfühlen. Wirklich hochinteressant. Ein ganz weicher Auszug. Ja, ein dumpfes Plomb. Auch ein sehr, sehr, finde ich, schneller Bogen. Ja, doch, der ist... Machst auch eine sehr gute Figur mit dem Bogen. Danke. Muss man schon sagen, doch. Du musst immer sagen, wenn ich dann den Bauch einziehen soll, das vergesse ich immer. Der Waschbärbauch. Genau. Doch, der ist... Was ich noch ergänzen möchte, dem Symphony Old Mountain, hätte jetzt mit der gleichen Maserung, also dieses schöne, wunderschöne Griffstück, gibt es auch noch als reine Recurve. Okay. Und als reine Langbogen. Okay. Also du kannst dich dann entscheiden, was möchte ich. Er greift sich auch gut, ist ein bisschen der Griff selber kleiner wie jetzt die anderen, wo ich jetzt in der Hand gehabt habe. Aber sehr leicht, angenehm austariert und wirklich sehr, sehr schöne Bogen. Mhm. Und unter 500 Euro. Okay, also so eine gute Mittelklasse. Genau. Würde ich es jetzt mal sagen. Wenn die Preise stabil bleiben, muss man immer dazu sagen. Das ist klar. Also ganz toll finde ich diese Maserung. Ich bin ja eh so ein bisschen ein Rot-Fan. Ja, man sieht es ja an der Hose immer. Wo hast du denn deine rote Hose? An der rote Hose. Wenigstens rote Schnürsenkel heute. Rote Schnürsenkel, heute habe ich mal die grüne an. Doch, gefällt mir ganz gut. Sehr schön. Prima. Mhm.